Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind hier gerade in Rotterdam, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Wir werden jetzt gleich unseren Auftrag abholen. Ja, wir werden mal zusehen, dass wir hier heile rauskommen, denn das laggt hier meistens ziemlich stark. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil hier so viele Leute sind. Wäre jetzt mal so eine ganz logische... Der ist gerade despawned, okay. Wäre mal eine ganz logische Erklärung. Was hat der hier für einen Auflieger, bitte? Jo, gut. Kann man machen, ne? So, wir biegen dann hier mal eben rechts ab. Ich weiß noch nicht so ganz, wo wir hin müssen. Habe ich nicht drauf geachtet. Ups. Da merkt man schon ein bisschen, es ruckelt. Ich ruckel einfach hier so ein bisschen falsch lang. Was macht der hier? Kollegen, macht keinen Scheiß, bitte. Man kann das immer so ein bisschen schlecht einschätzen, wie schnell die auch fahren teilweise, wenn es hier so laggt. Kommt der hier her? Nein, der hängt im Boden. Oh. Oh, ja. Dass hier keiner steht. Alles cool. Was geht bei ihm? Bei ihm geht die Party, hä? Ja. Hier passiert einfach ein Unfall nach dem anderen und wir sind im falschen Gang. Wir würden hier gerne links rein. Muss ja mal ganz ehrlich sagen. So, Leute, da sind wir wieder. Hoffentlich kommen wir diesmal hier rein, ohne dass das Spiel abstürzt. Hier liegt bei einem scheint ein Standbild. Fahren wir mal hier rein. So, soweit so gut. Müssen wir mal unseren Auftrag annehmen. Perfekt. Unser Auftrag ist noch da. Ich wollte schon sagen, hier. Ich habe gar nicht jetzt GPS mehr eingespeichert jetzt. Weil ich dann ja immer zurückgesetzt werde ein Stück von der letzten Autospeicherung. Da werde ich dann ja wieder hingesetzt. Aber dass hier in Rotterdam das Spiel häufiger mal abstürzt, ist ganz normal. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass mein PC schlecht ist oder irgendwas. Ja. Ich bin aber zu schlecht zum Schalten. So, jetzt haben wir's. Kommen wir in den 12. auch noch. Das liegt einfach nur daran, dass hier der Server so ein paar Probleme hat, weil hier irgendwie 2 Milliarden Leute auf einem Fleck sind. Hier sind jetzt 40 Leute in meiner Nähe und die müssen halt alles geladen werden. Und das kann dann schon mal ein bisschen zu Lags führen, beziehungsweise auch zu absoluten Standbildern. Und deswegen werde ich jetzt mal kurz hier anhalten und kurz speichern, dass dann das Spiel wieder abstürzt, dass wir dann hier wieder stehen. Und nicht wieder die ganze Strecke fahren müssen. So, schnell zwischengespeichert. Und dann geht's auch weiter. Wir müssen jetzt hier hinter dem netten Kollegen vor uns hinterher. Ein schönes Stoppschild überfahren. Keine alte Linie hier. So, mal gucken. Scheint da keiner zu kommen. Alles cool hier. Gut. Fahren wir mal hier rum. Ja, wozu gehe ich in die oberen Gänge? Kann man hier in der Stadt auch gleich vergessen. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man den braucht. So, Kollegen. Ich fände es sehr gut, wenn ihr weiterfahren könntet. Aber egal, dann kann ich auch ein bisschen die Lackierung zeigen hier. Das ist jetzt die Lackierung. Ich habe mir den Scania... Na, Streamline jetzt geholt. Habe jetzt nicht mehr den Highway. Ich weiß nicht, ob das in der letzten Aufnahme schon so war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist jetzt die erste Aufnahme mit dem neuen LKW. Deswegen habe ich ihn gerade noch mal kurz gezeigt. So sieht er aus. Kann ja sein, dass ihr mich mal seht, wenn ihr hier auch auf dem Multiplayer spielt. Ja. Und wenn jetzt hier bei euch das Video irgendwie laggt, das ist nicht das Video, das ist Ingame. Also, ich weiß ja nicht so ganz, aber wenn der mir jetzt reinfährt... Oh, die sind gerade ineinander gefahren beim Rausfahren. So. Wir müssen ja auch wieder rechts fahren, so wie der Mann vor uns. Vielleicht fährt er ja auch Richtung Amsterdam. Und es ruckelt einfach nur vorwärts. Entschuldigung bitte dafür. Aber ich kann nichts dafür. Ist halt so eine Dia-Show gerade so ein bisschen. Schnell laufende Dia-Show. So, hier ist 50, also der Land ist abgebogen. Kann es egal sein, kommt keiner von hinten. Immer gut, dann dürfen wir gleich wieder rechts abbiegen, um nach Amsterdam zu kommen. Vorne ist wahrscheinlich eh ein Stau nach England rüber. Wenn hier schon so viel Verkehr los ist. Da bin ich gerade aus Versehen an die Gangschaltung gekommen. So. Steht er da vorne? Nein, der fährt. Alles cool. Neben uns ist jetzt auch einer, aber hier ist 50. Und hier in dem Tunnel ist auch gerne nochmal so dieses Lag-Problem. Denn mit 52 Spielern in der Nähe kann man schon mal ein paar Probleme bekommen. Der Ping von mir ist eigentlich voll in Ordnung mit 60 ms. Sieht man ja, da ist einer mit 360 zum Beispiel. Oder 308. Gibt natürlich auch viele, die einen besseren Ping haben.
Aber gut, was soll's. Der da drüben hat, glaube ich, gerade auch ein Standbild. Oder ein Lag auf jeden Fall. Und du bist ein Admin oder warum ist dein Name rot? Verstehe ich nicht. Out. Wenn sein Name rot ist, sollte schon irgendwas Besonderes sein. Und es laggt immer noch. Es ist sehr interessant auf jeden Fall. Na komm. Ist ja nicht euer Ernst, oder? Komm, komm, komm. Zieh, Junge, zieh. So, jetzt darf ich endlich Gas geben hier. Berg hoch raus beschleunigen ist immer gut, aber mein LKW packt das irgendwie. Anscheinend ist die Ladung nicht so schwer. Oh, 22 Tonnen. Gut, dann ist mein LKW halt recht gut. Nehme ich halt alles zurück. Der Kollege hier war doch eben der, der da im Tunnel so langsam gefahren ist, oder? Den wir da eben auf dem Standstreifen hatten. Aber egal. Ich bin gerade ein bisschen nach links weggekommen. Weiß auch nicht warum. Wir sollten uns mal darauf konzentrieren, dass wir hier den Berg hochkommen und nicht irgendwo hängen bleiben. Ja, schafft man schon mal, wenn man nicht aufpasst, dass man hier nach rechts einfach schön gegen die Leitplanke fährt. Das ist sehr toll, denn das ist sehr gut für deinen LKW und auch sehr gut für deinen Auflieger, wenn du gegen die Leitplanke fährst. Macht garantiert keinen Schaden. Naja, macht es manchmal wirklich nicht, aber ne. Ist halt so ein bisschen die ETS-Logik teilweise mit drin. So. So, wundert mich gerade, dass es hier immer noch irgendwie laggt. Ich habe hier immer noch Lags, obwohl kaum noch Leute in der Nähe sind. Aber ich habe eben gerade auch eine neue Multiplayer-Version runtergeladen. Vielleicht wurde da irgendwas verändert. Und vielleicht laggt es deswegen wenig, ich weiß es nicht. Sonst laggt es ja auf jeden Fall nicht so, wisst ihr ja. Kein Plan, was hier gerade abgeht. Und wir sehen davon auch schon unseren Abgabepunkt. Das ist chillig. Ich habe nämlich mal einen extra kurzen Auftrag rausgesucht, denn habe mir so gedacht, Rotterdam, da überhaupt erstmal rauszukommen, kann schon Jahre dauern. Ging jetzt ja eigentlich noch, ja, doch recht schnell. Geht natürlich schneller. Nachts, wenn keiner da ist, dann kannst du einfach da durchfahren. Aber in Rotterdam ist immer jemand. Das ist grundsätzlich so. Aber zu normalen Tageszeiten sind in Städten so 10 bis 20 Leute, sage ich jetzt mal. Aber in Rotterdam sind da einfach dann mal 50. Bringt vielleicht den Server ein bisschen zum Lägen an dieser Stelle dann, ne? Kann ja irgendwie auch verstehen. So, wir müssen jetzt mal langsam abbremsen hier. Denn wenn wir hier zu schnell reinfahren, stürzt uns auch das Spiel ab. Ist einfach mal so Tatsache. Du überholst uns bitte mal nicht. Hier ist 50. Ah, hier muss ich ja noch gar nicht links. Egal. 50 ist sowieso. Darf ich auch auf der linken Spur rumfahren. Kann man machen. Amsterdam, hier links abbiegen. Ja, sonst muss ich eigentlich, wenn ich von hier von der Seite komme, fast immer die erste Abfahrt abfahren. Deswegen dachte ich jetzt vorher auch mal runter, aber da habe ich gerade noch gesehen, dass ich ja doch erst hier abbiegen muss. So. Da kommt einer. Schaffen wir aber noch locker vor ihm. Dann mal gucken. Hier dürften nicht so viele Leute sein eigentlich. Naja, es geht. Gleich erstmal eine rote Ampel zur Begrüßung. Ach, wie toll. Hat man doch schon länger nicht mehr. Ich finde das Spiel hier rechts ganz praktisch, also den nach vorne. Denn da sehe ich jetzt genau an meinem Bildschirmrand die weiße Linie. Und das ist dann vom Abstand her eigentlich voll in Ordnung. Ich könnte natürlich noch ein ganzes Stück weiter nach vorne fahren, aber warum sollte ich denn? Reicht so ja vollkommen. Ja, die Ampel ist auch dauerrot gestellt. Hier ist nirgendwo jemand, der drüber will, aber die Ampel ist auf rot. Aha. Aha. Hinter uns ist schon ein Riesenstau. Jetzt kommt es wieder so rüber, als wären wir schuldig. Da vorne. Was macht der Typ? Kommt der noch von der Stelle? Ja. Ja. Das war knapp. Oh ne, wir müssen nicht bei Tramiri rein. Ach komm. Gleich wieder eine rote Ampel. Springt extra auf rot, wenn es jetzt kommen sieht. So, Leute. Und ich muss gleich bei Tramiri reinfahren. Das wird garantiert lustig.
weil ich so ein Profi da drin bin. Nicht. Oh, und wir rollen zurück. Ist hier irgendwie ein Hang? Oder warum rolle ich zurück? Mensch. Aber YOLO. Wir warten nochmal wieder, bis die Ampel endlich grün wird. Und solange gucken wir uns hier mal ein bisschen die Werkstatt an. Die ist dann nämlich drüben. Hier dürften ziemlich viele Leute eigentlich in der Nähe sein. Ja, 28. Ist nochmal viel mehr geworden. Ist jetzt auch nicht so viel mehr, wie ich dachte, aber... Gut. Yo, wahrscheinlich fährt er über die rote Ampel. Da hinten haben sie schon wieder irgendwie ein paar Probleme. Und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir hier rechts reinkommen. So, ohne irgendwie die Wand mitzunehmen. So, schön langsam und so weit ausholen. Ah, ah, ah. Na komm. Warum wollte er als zurück hier? Enge Sache. Das passt nie im Leben, oder? Nee. Ja, gut. Das hat ja super funktioniert. Hoffentlich ist da keiner hinter uns. Oh doch, da ist einer hinter uns. Fährst du weg, Kollege? Danke. Kollege, ich muss weiter. Schieben wir den irgendwie? Kollege, es tut mir leid, ich bin da irgendwie nicht reingekommen. Ha, er will aber auch da rein irgendwie. Ne, warte mal, wie machen wir das mal anders hier? So, mal mitten auf die Fahrbahn stellen hier, dass uns keiner daneben fährt. Denn, ja, wir biegen jetzt mal ab. So, jetzt sind wir endlich wieder hier an der roten Ampel und werden gleich mal links überholt, weil wir hier so scheiße stehen. Aber ist das ein gutes Recht? Ich stehe hier eigentlich auch auf beiden Spuren. Ich mache mal kurz Warnblinker an. So, jetzt ist grün. Jetzt muss ich mal kurz hier den Linksblinker setzen und damit meine ich natürlich komplett links. Denn wir müssen hier einfach einmal komplett rum. Sonst gibt das ja nichts. So, nur zu eng bleiben, perfekt. Jetzt haben wir nämlich hier schon wieder den Nächsten, der seine Probleme hat, da reinzukommen. Ja. Wird bestimmt lustig, hier rüberzukommen. Meinst du, du kommst da rein, Kollege? Ich bezweifle es irgendwie noch. Oh Gott, Husten. Jo, ja, okay. Alles klar bei mir? Ich denke schon. Komm, du schaffst das. Ich möchte da gerne rein. Ja, er versucht es mit Vollgas. Das hilft nicht unbedingt. Ach, Mensch. Es wäre ganz praktisch, wenn du neu da reinfahren würdest. Und mit neu meine ich von der Seite, wie ich es mache. Sonst hat man da nämlich, wie man ja gerade sieht, irgendwie kaum eine Chance reinzukommen. Das ist jetzt ja schon der zweite hintereinander. Beziehungsweise der dritte. Ich war ja auch schon so blöd und stand da. Nur ich habe es rechtzeitig gemerkt und habe gebremst. Kollegen, ich möchte ungerne 10 Stunden lang auf der Stelle stehen und warten, bis ihr da... Ja. Gut. Ich will ja nichts dazu sagen, aber ich... ja, das ist nicht so gesund für Gabelstapler, wenn man da so reinfährt. Glaubt mir. Willst du jetzt auch schon wieder rein? Darf ich jetzt bitte mal? Oh, danke. Das ist ein netter Mensch hier. Der lässt mich vor... Was macht der Typ da? Der macht bloß den Rückwärtsgang raus. Ich warne dich. Junge, schwöre dir. Oh ja, schnell mal Gas geben hier. So, ja, ich glaube, ich warte jetzt lieber nicht, bis die eingeparkt haben. Das, so wie das aussieht, kann das noch ein paar Stunden dauern. Ich meine, die haben so alle Anhänger weggerammt hier. Fahren einfach mal mitten durch. Mache ich sonst eigentlich nicht. Ich warte eigentlich, bis die eingeparkt haben. Aber bei so einem Fall, ja, mal leicht. Geht zwar jetzt rein gar nichts nach hinten. Außer Gabelstapler. Wollen wir mal gut schätzen hier. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Oh, wir stehen komplett schief hier. Naja, das kann ich mir so ganz in Ruhe bestehen. Wo ist denn der Punkt überhaupt? Uiuiui. Ich möchte nur irgendwie hinten gegenfahren. Hä, wo muss ich denn reinfahren? Ich verstehe es gerade gar nicht.
Wo ist dieser blöde Punkt? Der ist da drüben. Ja, wo fahren die denn alle hin, bitte? So, jetzt aber. Und rum. Ich glaube, wir sind zu weit hinten. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, oh. Ah, gut, dann einmal komplett rum und wieder nach vorne. Bloß nicht vorne gegenfahren, das wäre ziemlich blöde. So, und jetzt nochmal. Man sieht hier einfach gar nichts. So, also richtige Talente hier im Rückwärtsfahren. Oh, ja, das war gesund. So, und jetzt nochmal. Wir fahren jetzt mal richtig dahin, wie sich das gehört, so. So, bis vorne an die Wand ran und jetzt rückwärts dahin. Einmal so rum, dass der Wagen einigermaßen gerade kommt. Ja, das hat super funktioniert, wenn wir gerade kommen. Ich weiß, ich habe nämlich schon wieder nichts gesehen gehabt. Und das war so ein bisschen schlecht. Aber jetzt kommen wir schon mal an die Sache näher. Ist ja unglaublich, wie schlecht wir beim Rückwärts einparken zurzeit sind. Hä? Was mache ich denn? Ich habe gerade gar nicht Rückwärtsgang drin gehabt. Ich bin einfach rückwärts gerollt. Aber gegengelenkt habe ich trotzdem. So, jetzt habe ich den Rückwärtsgang drin. Und jetzt fahre ich auch rückwärts, geplantermaßen. Und jetzt schön hier einfach einlenken, reinfahren. Alles ist gut. Was mache ich denn? So, bremsen. Handbremse rein. Vorne gucken hier. Ups. Was haben die gemacht hier? Fahrbeispiel 1A. Ausgezeichnet, abgegeben. Perfekt. Was will man mehr? Ja. Ich würde sagen, das war's mit dieser kleinen Eurotalk Simulator 2 Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns zu einer anderen Folge oder zu einem der anderen Let's Plays hier auf dem Kanal. Ciao!